Hi, ich bin Exocron, willkommen auf meinem Kanal und zu United 1944. Hat einer von euch davon gehört? Also ich erst ziemlich spät. Ich war nämlich schon vor einer Woche, je nachdem wann das Video für euch rauskommt, also gegen Ende Mai 2023, gab es die erste Closed Beta, an der man 3 Tage lang von Freitag bis Sonntag teilnehmen konnte in Europa. Die Server standen in Deutschland. Jetzt ist wieder die zweite Closed Beta, wo die Server an der Ostküste der USA stehen. Und da nehme ich wieder teil, 3 Tage lang. In Europa waren es von 16 bis 22 Uhr. Jetzt sind es von 22 Uhr bis 2 Uhr, 4 Stunden immer. Und United 1944, was ist das? Ich drücke mal einen Schlüssel. Ist von einem spanischen Entwickler, basiert auf der Unreal Engine. Und ihr spielt entweder als Alliierte oder Achsenmächte. In einem Spiel, was an Rust, Raft, Ark, Conan Exiles, alles miteinander vermischt. Deswegen die Entwickler sagen, ja, das Spiel ist nicht nur für Leute, die Ego-Shooter lieben, also mögen und sich wegballern wollen, sondern auch für Leute, die gern was bauen und ein Talent-Tree haben wollen. Ist ein sehr interessantes Projekt. Was man aber bei der Beta sagen muss, die läuft relativ stabil, hat aber immer noch Fehler und ich hoffe, das Spiel kommt nicht dieses Jahr raus. Was man aber auch noch sagen muss, dadurch, dass das Spiel auf der Unreal Engine basiert, sieht das alles ziemlich gleich aus. Es gibt ja, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden, diese Unreal-Spiele, die alle ähnlich aussehen, alle Baukastenprinzip irgendwo aus dem Unreal-Shop. Ja, das ist so ähnlich wie Pixar-Filme. Die Storys sind genial, aber die Optik ist bei fast allen gleich. Und somit, ja, man muss gucken, was für eine Zielgruppe man hat. So, wir sind jetzt im Hauptmenü. Achso, übrigens, ich habe auch mit den Entwicklern gesprochen, wann das Spiel rauskommen soll, wissen sie selber noch nicht. Das ist die ersten Betas, da kommen noch mehr Betas. Die testen die Technik, aber ich hoffe, die werden noch nachfeilen, weil es läuft zwar rund, aber hat noch jede Menge kleinere Fehler. Auch natürlich dadurch, dass es auf der Unreal Engine basiert, funktionieren die meisten Hacks, Cheats auch leider in diesem Spiel. Das ist, ja. Im Hauptmenü, wir haben hinter mir Ready to Play mit Kumpels. Ihr könnt bis zu 4 Kumpels einladen. Mit denen könnt ihr dann hier links unten draufdrücken. Und dann sollten euch keine angezeigt werden, die trotzdem zum Beispiel das Spiel besitzen oder an der Beta teilnehmen, dann einfach Sync Friends with Steam. Und dann werden sie euch angezeigt. Könnt ihr die dann einladen und dann geht's auch los. Das, was man beachten muss, ist, dass wirklich jeder unten links Ready to Play drückt. Weil wenn das einer nicht macht, dann bleibt ihr stecken. Was haben wir noch schnell auf die Schnelle? Wie gesagt, Achsen und Alliierte. Wir haben ein Profil. Da seht ihr meine glänzenden 0,53 KD. Spielzeit, Player Kills, Counts und so weiter. Dann haben wir Rewards, Player Cards. Wir können das ein bisschen einrichten hier. Also so klein wenig ein bisschen anpassen. Was wichtig ist, wenn ihr euch wundert, ey, der hat das überhaupt nicht übernommen. Es ist sehr interessant. Man drückt einmal mit der linken Maustaste, um zum Auswählen und zum Bestätigen mit der rechten Maustaste. Und dann können wir auch noch Frames wählen und so ein Spaß. Zack. Und dieses Bild rechts wird euch jedes Mal angezeigt, wenn euch einer tötet. Dann bekommt ihr genau das zu sehen. Dann habt ihr noch Trackers. Titel. Kann man alles noch freischalten. Vieles davon geht noch nicht, ist noch nicht freischaltbar. Oder nur teilweise, dauert sehr lange. Fast in der kurzen Spielzeit nicht machbar. Dann haben wir ein Social Wheel. Wir können Emotes machen. Das geht auch, das haben sie auch schon eingebaut. Und wir haben ein Loadout. Da seht ihr, wir haben unterschiedliche Waffen, zum Beispiel Shotguns, Pistolen. Bei den Deutschen ist es die Luger, bei den Amerikanern die Colt. Genauso wie eine abgesägte Schrotflinte. Dann normales Gewehr. Bei Shotguns, automatische Gewehre, Scharfschützengewehre, Maschinenpistolen, die Thompson und die MP40 zum Beispiel. Dann hier das M1919A6 oder das MG42 und die Bazooka und der Panzerschreck. Das sind die Waffen, die im Moment eingebaut sind. Natürlich klar, je nachdem welche Seite ihr spielt, die Amerikaner bekommen dann die Bazooka, die Deutschen den Panzerschreck. Sollte klar sein. Im Moment muss man noch sagen, die Waffen haben unterschiedliche Durchschlagskraft. Die fallen auch, also zwischen der einen Beta und der anderen Beta, die Maschinenpistolen, hat sich so ein bisschen der Schaden verändert. Mal gucken, wie das in dem endgültigen Spiel sein wird. Des Designs, ihr seht schon, es gibt normales Design, dann hier so ein
Nochmal graues, würde ich sagen. Blaues, Rare und Legendary. Wenn ich schon sowas sehe, kriege ich so... es kommt schon so langsam hoch. Das... ja. Counter-Strike hat das sehr gut gemacht. Und bei Counter-Strike lieben die Leute das. Aber bei allen anderen Spielen... relativ. Also da muss das Spiel sich wirklich durchdrücken. Und wenn man dann hier so weitergeht und es gibt halt ein paar Skins und das Spiel wird sich ja wahrscheinlich auch darüber finanzieren wollen. Es gibt auch Charms. Gibt es wirklich so viele Leute, die Charms wollen? Also bei so einem Ego-Shooter, ihr könnt dann U drücken und ihr könnt dann die Waffe inspizieren. Ja, die wird euch dann angezeigt im Spiel, in-game. Das geht auch. Also ist nicht so mein Ding, aber anscheinend gibt es einen Markt dafür. Wer Freude daran hat, wieso nicht? Dann Charaktere. Ihr könnt ein bisschen Outfits. Im Moment sind es nicht viele. Einige sind wirklich lustig gemacht. Dann könnt ihr auch noch ein bisschen anpassen. Dann bei den Achsenmächten genauso. Und ihr habt einen männlichen und einen weiblichen Charakter, den ihr machen könnt. Aber die weiblichen Charaktere, die sind... ja... Das letzte Mal, dass ich das so gesehen habe, war The Finals. Die hatten, das basiert ja auch auf der Unreal Engine. Und die hatten genau das gleiche Problem, dass die weiblichen Charaktere eigentlich genauso aussehen wie männliche Charaktere. Also jetzt nichts, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Sondern es ist halt einfach... die müssten ausgebaut werden von den Entwicklern und die meisten, die scheuen irgendwie davor. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ihr könnt auf jeden Fall noch ein bisschen Hautfarbe ändern, Haare ein bisschen anpassen. Immerhin könnt ihr den Charakter drehen, das ist schon mal cool. Ihr könnt auch zoomen, das ist auch sehr cool. Also Hautfarbe, Haarfarbe und natürlich dann auch für die Alliierten genauso. Was mich aber schon mal stutzig macht, ist der Store. Coming soon. Muss wirklich jetzt jedes Spiel so ein Store, so ein Service-Game sein, wo ihr einen Battle Pass und Items und sonst irgendwas. Ich bin gespannt. Also wenn dieses Spiel 10 Euro kostet, 20, 25 maximal, am besten kostenfrei. Weil das Cheater-Hacker-Problem wird man so oder so haben. Das werden sie auch nicht ausbügeln. Aber wenn die dann wirklich dafür vielleicht 50 verlangen wollen und dann auch noch ein Store direkt schon drin ist, ich bin dann wahrscheinlich nicht dabei. Übrigens, sie fahren eine Null-Toleranz-Politik. Das heißt, wenn ihr Teamkiller seid, werdet ihr gebannt. Im Moment ist das für die Dauer der Beta. Die sagen auch, die werden gucken, wie sie das dann handhaben. Es sollen automatische Systeme drin sein. Aber im Moment ist zum Beispiel, wenn ihr 10-mal als Teamkiller gebrandmarkt werdet, dann seid ihr am Ende der Runde gebannt. Und das ist dann... auch keine Diskussion, nichts, das war Zufall, Handgranate, weil wir haben Friendly Fire. Und das ist dann natürlich nicht so schön bei Friendly Fire. Wir gehen jetzt ready to play. In der Beta gibt es nur eine Karte, Domination in Ägypten. Es gibt einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Und worum geht es überhaupt in dem Spiel? Also ihr seid sozusagen 1944 auf der Seite der Achsenmächte oder der Alliierten. Nicht wundern, wenn ihr zu Beginn einer frischen Runde reinkommt, kann es sein, dass ihr erstmal in so einen Social Hub reinkommt, wie in PUBG. Da sind erstmal, weil pro Seite können 16 gegen 16 spielen, also 32 Mann auf einem Server, theoretisch. Und der Server wartet dann, wenn zum Beispiel erst ab 16 Mann startet er das Level. Das heißt, er sammelt das. Und ihr seid 1944 unterwegs, entweder auf der Achsen- oder Alliierten-Seite und ihr seid keine richtigen Soldaten, sondern mehr so ein zusammengewürfelter Haufen. Und alles, was um euch herum liegt, aus dem macht ihr Waffen, Dinge, Granaten, Barrikaden und versucht so irgendwie den anderen Feind zu vertreiben. Wenn ihr erstmal reinkommt in ein Spiel, könnt ihr drei Spezialisierungen erstmal schon mal direkt vorweg wählen, entweder Pistolen, Gewehre oder Shotguns und dann eine Fähigkeit auswählen. Holzstrukturen bauen direkt, Rauchgranaten, total unnütz im Moment, oder bandagieren, also so direkt frühzeitig ein Medic sein. Ich gehe auf das da, um euch besser was zu zeigen. Und dann seid ihr auch schon da. Das Spiel ist Squad-basiert. Das heißt, ihr habt mehrere Squads. Meistens sind das hier eben 5 Squads. Und die passen, wo 6 Leute reinpassen. Das, was viele schon bemängeln, ist, man hat Squads für 6 Leute, aber man kann in das Spiel nur mit 4 Freunden reingehen. Also nur als 4-Mann-Team. Oder 4-Frauen-Team. Und das ist halt komisch.
wieso kann ich nicht ein ganzes Squad vollfüllen mit meinen Leuten, mit denen ich zusammenspiele? Naja, lassen wir das. Alles Work in Progress im Moment. So, dann habt ihr ein Squad ausgewählt und dann seht ihr die Karte. Die Karte ist, ja, erinnert, also mich persönlich erinnert die sehr stark an zum Beispiel Counter-Strike als Beispiel. Aber grundsätzlich das Spielprinzip erinnert mich sehr stark, sehr, sehr stark an Team Fortress 2 und dort die Karten, wo man angreift und verteidigt. Also zum Beispiel Dust Bowl. Auf Wiedersehen! Massiv. So, und dann habt ihr eine kleine Beschreibung. Domination, destroy all the enemy bases. Das heißt, ihr habt auf der Karte mehrere Punkte. Eure Hauptbasis, das ist euer HQ, Headquarter, der Gegner hat seins. Und ihr seht auch schon, seins ist ein bisschen angefressen, das verliert Farbe. Und richtig, wer sagt, ja, irgendwo ändern mich die Marker. Genau, die sind fast 1:1 in der Welt verteilt, wie aus Company of Heroes. Und wir haben mehrere Punkte. Zusätzlich haben wir zu den Buchstaben, also Charlie zum Beispiel oder Echo, Beta, Alpha, haben wir auch noch solche kleinen Marker, die aussehen wie Dokumentenfiles. Das sind Dokumentenfiles. Das sind Saves, wo ihr rangeht, raufhaut und dort Dokumente raushaut. Das dauert immer 40, 30 Sekunden, wo ihr gegenklopft. Wenn mehr Leute drankommen und ranklopfen, geht schneller. Und diese Akten müsst ihr zurückbringen in euer HQ. Wenn ihr das zurückgebracht habt, steigt der Wert von diesen. Am Anfang sind es 10, dann sind es 20, dann 30. Und jedes Mal, wenn diese Zahl erfüllt ist, kann einer rangehen an das Haupt-HQ und kann sich dort eine Kiste rausholen. Und kann mit der dann hinrennen und zum Beispiel in G oder E oder B ein neues Side-Headquarter aufbauen. Und das dann verbarrikadieren, verteidigen und Co. So seht ihr zum Beispiel, unser E-Punkt ist so aufgebaut worden. Natürlich könnt ihr währenddessen auch angegriffen werden. Der Gegner kann euch jederzeit looten. So, ihr könnt natürlich auch noch einen anderen zusätzlichen Squad createn. Wenn zum Beispiel in jedem Squad nur ein Mann ist und ihr wolltet aber zu viert irgendwie einen eigenen, dann geht das natürlich auch. Wir drücken Ready to Play. Dann suchen wir uns einen Punkt, wo wir spawnen können. Wir können auch jederzeit beim Squad Leader spawnen. Also der Squad Leader ist, bei dem kann man auch spawnen, solange er lebt. Wenn er tot ist, geht es natürlich nicht. Die grünen Punkte markieren unsere Squad Member, die blauen sind alle anderen unserer und die roten ist immer der Gegner. Wir spawnen erstmal bei uns hier. So. Es ist sehr dunkel. Ich versuche euch das alles irgendwie zu erklären. Oben habt ihr einen Kompass. Rechts oben habt ihr die Abschüsse, mit welcher Waffe. Unten links, welche Gegenstände wir im Moment haben. Also auf Q habe ich meinen Hammer, den werden wir gleich brauchen. Auf B habe ich meinen Nahkampf, Messer, was ich zücken kann. Und auf F eine Taschenlampe. Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich reg mich so oft in letzter Zeit über Taschenlampen auf in Spielen. Also gerade die Implementierung von Sonys Starship Troopers. Grauenvoll, grauenvoll. Und hier, wunderbar, einfach erste Sahne. Wirklich die komplette Ausleuchtung, top, super. Dann haben wir in der Mitte ist unser unten der Balken, der Fortschrittsbalken, weil ihr jedem Match Level sammelt. Und die Level, die braucht ihr für die Talentbäume. Kommen wir gleich zu. Und unten links sind dann meine Waffenbrüder, die mit in dem Squad drin sind und die Karte. Und jetzt wundert ihr euch bestimmt, neben der Karte, über den Namen der Kumpels, die da mitspielen, ist ein Zähler. 2,20 steht da immer. 2,25. Und 2,30. Das ist die Uhrzeit in-game. Das heißt, wir haben jetzt 2.35 Uhr. Es ist dunkel draußen. Deswegen sind die Scheinwerfer an. Es ist ein bisschen dunkel. Leuchtet nicht viel. Leuchtet's? So, also wenn ihr euch wundert, dann könnt ihr die Taste N drücken und dann wird die Karte groß. Und sie bleibt dann auch so groß. Ihr müsst nicht gedrückt halten, ihr könnt die dauerhaft so groß lassen. Oben in der Mitte, unterm Kompass, seht ihr diesen blauen und roten Pfeil und die Punkte, die rauf, also runter gehen. Die blauen Punkte sind unsere und ihr seht dann C, F, G und unser Hauptquartier. Und der Gegner hat A, B und sein Hauptquartier und D und E sind noch nicht besetzt. Links neben unserem Hauptquartiersymbol seht ihr 22 von 40. Das ist die Anzahl von diesen Geheimdokumenten, die wir suchen auf der Karte. Und das sind eben diese Dinger, die aussehen wie so ein Doc-File. Dann haben wir Slots. Auf 5 ist immer Heilung. Auf 4 wären dann zum Beispiel besondere Sachen wie eben Stacheldraht. Auf 3 sind Handgranaten oder Dynamit.
Oder Molotow-Cocktails wären zum Beispiel. Und auf 6 ist dann, wenn ihr zum Beispiel so ein neues HQ, so eine Kiste zum Tragen habt, die ihr aufbauen könnt oder andere Gegenstände, dann ist das dann auf 6. F2 oder Caps Lock habt ihr einen Talent-Tree. Der besteht aus Ingenieur, Aufklärer, Scharfschütze oder ja, Schütze, so ein Kundschafter, also Erkunder und Supporter, Medic. Und ihr habt, wie in Call of Duty, theoretisch, also nicht falsch verstehen, so ultimative Perks. Das heißt, der hier, der Ingenieur, kann theoretisch dann zum Beispiel Level 9 Dynamit herstellen. Der hier kann einen Luftschlag, der hat dann eine rote Leuchtfackel, die wirft er, dann steigt roter Rauch auf und dann kommt ein Bomber. Ihr seht den leider nicht, aber er schmeißt Bomben und alles im Umkreis wird tot bombardiert. Der hier kann skillen, dass seine Waffe nicht abgenutzt wird. Ja, das ist auch nur so ein Punkt, kommen wir auch gleich zu. Und die anderen haben auch auf jeden Fall was Ähnliches. Ihr seht auch schon direkt, das Inventar ist teilweise gesperrt. Das liegt daran, dass ihr hier zum Beispiel drücken könnt. Und ich habe ja hier diese Holzstrukturen schon ausgewählt. Und ihr seht, dort habe ich das Gewehr ausgewählt. Das heißt, ich muss mich nicht komplett auf einen Talentbaum spezialisieren, sondern ich kann kreuz und quer. Ich kann jetzt zum Beispiel hier Erweiterung meines Inventars. Dann kann ich, dass ich Metallstrukturen aufbauen möchte. Und dann möchte ich nicht, dass meine Waffen zerstört werden. Und ich kann immer noch andere, wenn mir die Punkte reichen, ich kann halt nur maximal Level 9 werden. Und irgendwann sind die Punkte dann halt verteilt. Ich nehme hier noch hier das Gewehr zum Beispiel. Dann nehme ich noch die Bärenfallen. Dann kann ich mir noch hier noch ein Maschinengewehr bauen. Und dann war es das auch schon. Mehr kann ich dann auch nicht. Also immer mitdenken, was ihr benutzen könnt. Und ihr seht, die erste Erweiterung des Backpacks hat mir die Plätze noch freigeschaltet, die zweite hätte noch die freigeschaltet. Drüben seht ihr jetzt, ich habe mir jetzt das bessere, das Automatikgewehr freigeschaltet. Dafür brauche ich ein Metallstück oder für das Maschinengewehr brauche ich 2 Metallstücke. Für das Maschinengewehr brauche ich auch diese rote Munition und für das normale Gewehr die blaue Munition und dafür brauche ich zum Beispiel Schwarzpulver, um das herzustellen. Hier ein Stück, hier 2 Stück. Wir haben ja zu Beginn der Runde ausgewählt, dass ich Gewehre, nicht Pistolen, nicht Shotguns, sondern Gewehre gehe. So, und jetzt brauche ich, um ein Gewehr herzustellen, weil ich habe keine Waffe. Ich habe nur diesen Hammer. Und ich kann mit dem keinen Schaden machen, sondern mit V. Dann benutze ich mein Messer. Es macht aktuell aber ziemlich wenig Schaden. So, das heißt, er sagt mir, Munition habe ich auch keine. Ich brauche 50 mit 40 Holz und 50 Metall. So, wir suchen uns mal schnell irgendwo. Munition liegt auch manchmal rum. Irgendwo noch Metall. So, jetzt habe ich ein bisschen Metall gefunden. Jetzt können wir uns endlich eine Waffe herstellen. 50, wir haben 100. Das heißt, wir können einmal das herstellen. Einfach gedrückt halten und das herstellen. Und wir haben ein bisschen Munition. Im Spiel ist es möglich, dass wenn ihr tot seid, erschossen werdet, dass ihr euer Inventar verliert. Im Moment ist es so, dass ihr Pi mal Daumen die erste Reihe bis zu dem Punkt, also die ersten 5 Items behaltet ihr im Inventar, der Rest ist futsch, ist weg. Der liegt dann da ungefähr, wo eure Leiche ist. Genauso verhält es sich mit eurer Waffe. Ihr behaltet die Waffe, die auf Slot 1 ist. Also nicht das, was ihr automatisch was ihr als letztes in der Hand hattet, sondern das, was auf Slot 1 ist. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr unbedingt das Scharfschützengewehr haben wollt oder die Maschinenpistole, dann einfach wechseln und dann behaltet ihr die auf jeden Fall. Nach dem Respawn behaltet ihr immer noch die Waffe in der Hand. Jetzt gibt es noch eine Besonderheit. Ihr seht hier unten eine Leiste, einen Balken unter der Waffe, einen weißen. Und zwar, je mehr ihr die benutzt, umso mehr nutzt sie sich ab. Das heißt, irgendwann ist sie putt und ihr müsst euch eine neue herstellen oder reparieren. Das ist aber nicht das Problem, weil ihr die ganze Zeit Zeug findet, Material findet und ihr stellt euch einfach den Spaß einfach immer wieder her. Ja, und für alle, die sich jetzt fragen, wie kommuniziert man auch noch in dem Spiel, das ist nämlich vorher untergegangen, ihr könnt einfach per Enter ganz normal tippen. Squad, also über durchschalten mit der Tab-Taste die Anführer, die Squad-Anführer, Leader, die können untereinander tippen, dann das Team und der Squad an sich. Oder einfach Z gedrückt halten und ihr habt einen eingebauten Voice-Chat. Entweder eben auch eben die Squad-Leader oder den Voice-Chat muten oder die Teammates im Nahbereich, das heißt Nahbereichs-Chat oder nur mit dem Squad-Membern. Zusätzlich gibt es noch diese Kisten.
Also gelbe Kisten sagen, das ist Material für Sprengstoff, also Granaten, Annäherungsminen. Rote Kisten sagen, das ist Heilzeug, also Chemikalien und Stoffe, mit denen, wenn man das verbindet, kann man dadurch Bandagen herstellen. Dann gibt es auch genauso blaue Boxen, die beinhalten eben Dinge zum Aufbauen. Oder grüne Boxen, die beinhalten Sachen zum Herstellen von Munition, wie zum Beispiel Schwarzpulver. Was sind Strukturen? Strukturen sind, normalerweise sind hier Löcher. Also hier ist nichts. Und jetzt gehe ich hin, drücke Rechtsklick, wenn ich vorher auf Q gedrückt habe. Auf Q ist euer Hammer, euer bester Freund. Und dann können wir ein Kreismenü, dadurch, dass ich geskillt habe, am Anfang, wo ich ins Spiel gekommen bin, dass ich Holzstrukturen von Anfang an bauen kann. Wenn man das nicht hat, also zum Beispiel nur den Medic, dann kannst du dir direkt von Anfang an Bandagen herstellen, aber keine Verteidigungsstrukturen. Oder Shotgun, dann kann man einen Shotgun herstellen. So, und ich kann die jetzt hier bauen. Einfach gedrückt halten, wenn man Holz hat. Man braucht natürlich Holz. Zack. Dann gegenschlagen. Ihr braucht dann 40 Holz pro Struktur. Wir bauen das hier nochmal zu. So, jetzt habt ihr gesehen, wir haben unsere Tür hier zu. Und jetzt bin ich schon Level 4 und kann jetzt Metallstrukturen machen, bauen. So, ich habe jetzt auch schon ziemlich viel Metall gesammelt. Und da kann ich jetzt zum Beispiel wieder Q drücken. Und dann kann ich, wird mir angezeigt, mit Q gedrückt halten, Upgrade. Zack. Holzbarrikaden könnte ich mit Molotow-Cocktails abbrennen. Die Türen, da brauche ich schon ein, zwei Granaten oder eine Dynamitstange, damit das funktioniert. Zur Not funktioniert das auch zum Beispiel Annäherungsminen platzieren und anschießen. Dann explodieren die auch. Das geht auch. Und wir können jetzt natürlich mehr herstellen. Wir können Metallkisten herstellen. Metallkisten sind dafür da, damit das Zeug, was wir sammeln, sicher verwahrt ist. Also der Gegner muss erst einbrechen, die dann erst dann kann er die plündern. So, jetzt können wir die Tür nehmen und hier reinballern. Aufdrücken. Ihr könnt diese Verteidigungsstrukturen überall bauen, Türen immer zumachen. Die gehen auch automatisch zu, aber in der Zeit könnte ein Feind schon durchschlüpfen. Also rangehen, E drücken. Die Verteidigung könnt ihr überall hinbauen, außer direkt auf dem Grund und Boden vom Gegner. Also da, wo zum Beispiel sein Headquarter ist, da könntet ihr nicht, aber schon direkt ein Stück weiter außen könntet ihr. Ihr könnt zum Beispiel eine Wand. Und ihr seht schon, wir könnten hier nochmal alles zubauen. Also wir können auch hier zum Beispiel sowas Lustiges machen wie Zack. Zack. Und zack. So, dann steht, seht unten die Fundamente. Die sind in den Boden gestampft oder geschraubt. Dann bauen wir das mal kurz auf. Zack, zack. Und so habt ihr dann auch schon direkt eine zweite Sicherheitsschleuse geschaffen. Natürlich müsst ihr das auch woanders machen, weil es gibt immer sehr viele Zugänge. Also nicht nur dort, sondern an den Seiten. Und wahrscheinlich hat kein Mensch die Seiten zugebaut. Genau, hier ist noch Sperrangeln weit offen. Hier müsste dann auch natürlich eine Tür eingesetzt werden. Oder wenigstens eine Wand oder was auch immer. Und das ist dann sozusagen wie ein Stufensystem. Also richtig verteidigungsmäßig. Da oben drüber ist nicht so das Problem. Aber ihr seht auch schon zum Beispiel, ihr könnt auch Schießscharten bauen. Das geht auch. Das Einzige, was es noch gibt, ist, dass da Metallplattform. Das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel so eine Plattform nehmen und so, dass ihr entweder euch eine eigene kleine Treppe baut, wenn ihr irgendwo oben was erreichen wollt, oder eben nochmal Dinge abschließt. Dass eben von oben auch keiner Handgranaten reinwerfen kann oder einfach nicht reinspringt. Das geht natürlich auch. Ja, schön habe ich das gebaut. Exo Wunderkind. So, dann bauen wir uns natürlich jetzt mal hier unser zweites Gewehr. Und wie schon erwähnt, schön die bessere Waffe auf Platz 1 schieben. Dann können wir uns auch nochmal mehr Munition zurechtbauen. Und dann gehen wir mal in den Angriff. So, hier sind zum Beispiel schon mal Dokumente. Direkt voraus, oben im Haus. Hier wird angegriffen, aber ich zeige euch erst einmal die Dokumente.
Das Coole ist, dass ihr auf Steuerung hockt ihr euch hin. Wenn ihr aber C drückt, dann ist er dauerhaft hingehockt. So, und 40 Sekunden haut ihr drauf. Nach diesen 40 Sekunden. So, nach diesen 40 Sekunden ist der Safe geknackt. Wie der Kollege gezeigt hat, je mehr Leute draufhauen, umso schneller geht es. Und ich habe jetzt 5 von diesen Secret Files, also geheime Sachen, bekommen. Und mit denen läuft ihr dann zum Beispiel entweder zurück zum Headquarter, zu uns, und gibt es dort ab. Oder in der Nähe ist natürlich Punkt B, da können wir auch direkt zu B. Der wurde gerade angegriffen. Ihr könnt auch überall durch Fenster springen, über Mauern. So, und dann geht ihr ran. Dann haben wir dazu abgeliefert. Ihr bekommt auch natürlich XP. Auf F4 seht ihr dann zum Beispiel Exocron, 1235 Punkte. 5 Punkte für Abliefern der Punkte. So, und wenn jetzt, ihr seht, 29 von 40 wird euch in der Leiste angezeigt vom Outpost-Kit. Das heißt, es fehlen noch 11 Secret-Files. Wenn die voll sind, könnt ihr an, egal hier oder im Headquarter, also egal an welchem Punkt, A, C, im Hauptquartier oder B hier rangehen und dann euch so ein Kit rausholen. Und mit dem Kit könnt ihr dann zum Beispiel nach F oder D laufen und dann auf dieser Fläche, die angezeigt wird dann, sobald ihr das Kit in der Hand habt, dieses Kit platzieren. Ihr habt natürlich auch unten, seht ihr diese blaue Leiste, die bei mir kleiner wird. Das ist die Ausdauerleiste, wenn ich renne. Wir gucken, ob wir hier Heilung haben. Ja, das sind erstmal die, außer den Bandagen gibt es noch diese Feldflaschen. Kann man trinken. Und dann kann man sich auch wenigstens teilweise heilen. Jetzt hier irgendwie hochkommen. So, wir haben jetzt deren Fortress eingenommen. Aber sie sind noch nicht am Ende. Das ist so wie wirklich das Company of Heroes Prinzip. So, wenn wir den einen Gegner erwischt haben, dann ist er nicht sofort tot. Der eine ist jetzt... Oh, der ist leider von oben runtergefallen. Dann ist der Gegner nicht sofort meistens tot, sondern er liegt erst downed. Er liegt am Boden und krabbelt. Und wenn ihr dann E gedrückt haltet, könnt ihr die Blutung stillen. Also er hält sich dann oder... Ah, mein Squad-Leader ist leider gestorben. Das ist natürlich auch eine besondere Taktik, weil wenn ihr wisst, dass wenn er verblutet, wenn ihr den nicht sofort tötet, weil ihr könnt ihn natürlich dann hingehen und hinrichten, aber wenn ihr den einfach verbluten lasst, dann braucht er ja lange zum Respawn. Das heißt, wenn man taktisch vorgeht, lässt man den einfach verbluten. Das dauert dann länger. Und die wenigen Punkte, ja, mein Gott, darum geht's nicht. Und wie ihr seht, ich habe jetzt meine erste Reihe behalten. Meine Waffe auf Slot 1 habe ich auch behalten. Ja, mir gibt es eigentlich da nichts zu sagen. Das Spiel ist relativ rund. Ihr seht, es gibt kaum richtige Bugs. Also es sind so Kleinigkeiten, die Haken, wo man merkt, er hat gerade meine Teamkameraden gemessert. Und ihr könnt natürlich auch jederzeit rangehen und in die Rucksäcke reingucken von den Leuten. Und dann looten. Dann habt ihr das. Ihr könnt dann auch entweder komplett rauswerfen oder nur 10er-Packs rauswerfen. Und natürlich mit den Leuten auch dann teilen. Es ist ja auch der Sinn, der Grundgedanke von dem Spiel. So, jetzt haben sie mich dort erwischt. Habt ihr schon gesehen, wie er schön drüber gehechtet ist? Jetzt bin ich neben meinem Squad-Leader gespawnt. Sehr gut. Ja, wir werden diese Mission auf jeden Fall gewinnen. Obwohl, aufpassen, manchmal kann sich das Blatt relativ schnell umwenden. Aber ich würde sagen, genug gelabert. Ich schicke euch einfach mal in eine Mission mit mir und den Kumpels. Und dann könnt ihr sehen... euch selbst ein Bild machen, außer ihr habt schon euch ein Bild gemacht, wie das so läuft. Falls es euch gefallen hat, wie immer gerne einen Daumen da lassen
Und wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Exocorn, vielen Dank fürs Zuschauen oder bleibt noch dran. Ich habe abgegeben. Es fehlen noch drei, dann könnten wir ein neues Kit bekommen. Wir kommen mal versuchen auf Golf vor zum Rucke, wo wir fertig vernichten können. Hm? Oder wir versuchen es bei Echo. Versuchen wir mal Echo. Das ist lustig, wo hier überall Zeug rumliegt, so mitten in der Pampa. Ja. Ich habe zwei Granaten. Die Tür ist noch nicht mehr upgraded. Mach mal die Tür zu, ich gehe nach oben. Obwohl, nee, oben geht nicht. Du hast noch einen Granaten, oder? Ja, ich schmeiße. Ich gehe mal aus dem Fenster aus und wirf. Zack, eins, zwei. Nice. Sehr schön. Okay, ich komme ja rein jetzt hier. Zack, zack. So, rück raus. Ostereier. An Stange. Ah, Moment, voll. Zack, zack. Ziemlich viele von uns sind bereits im HQ vom Gegner. Ja. Los geht's. Jo. Eigentlich hätten wir ja schon eher angreifen können. Ja. So ganz ruhig mit den Pferdchen, ja? Bis wir wieder am Ziel sind, haben wir uns vielleicht schon. Ich will dabei sein, einen Schuss abfeuern. Unsere Leute werden auch gerade ordentlich zerfetzt da vorne. Die haben sich aber festgebissen ein bisschen. Ja, da haben wir uns keinen Sprengstoff mehr. Lass mal etwas weiter rechts laufen. Das da links ist irgendwie zu viel Sichtlinie. Mehr Sprengstoff. Achtung, oben in der Tür. Upp, ein voraus. Der ist da drin. So, Enemy outpost located at A is almost down. Ja, knackt mal die Tür. Warte, wir gehen nach oben. Werfen hier. Tür ist weg, Tür ist weg. Okay, weiter geht's. Und jetzt rein da. Oh fuck! Nein, ich hab's gesehen. We have lost our outpost at F. The enemy's HQ is taking damage. Ja, keep on the assault. Pass auf, die sind hinter der Tür. Wir haben noch ein paar Granaten. Go. Top. Ich werf die Handgranate und der rennt voll hin. Ja, ich will die Handgranate haben. Geil. Also ich bin tot. Ah, heb mich weiter auf. Granaten an Multikill gemacht. Du hattest jetzt deine Sternstunde mit den ganzen 1000 Granaten, die du hergestellt hast. Ja. Habe ich jetzt meine 10 Leute gekillt? Na, du hast das 5. Hier, heb mich auf, Blake, heb mich auf! Ach, du lebst, ja. Du, ich will nochmal werfen! Sorry, du warst noch hier. Ah, ich verblute hier. Okay, lass mal Hauptausgang raus und dann nochmal zu G probieren. Warte, irgendwo ist gerade eine Kugel an. Ha ha ha.
Wir haben den abgestochen. Da ist aber noch mehr, da ist noch mehr. Ich hab ja, keine ich hab Heilung. Keine Ammo mehr. Was hast du? Warte. Ich hab. Ja, jetzt habe ich auch noch. Der war so freundlich und hat hier was liegen gelassen. Das ist aber nett. Hier war noch einer mit herum kriechen. Das geht natürlich gar nichts. Maintain the offensive on the enemy's HQ. Keep at it! So, ich habe jetzt auch eine Granate. We are dealing damage to the enemy's HQ. Destroy it and leave nothing standing. Okay, lass mal reingehen hier nochmal. Hinter uns. Ein Rucksack, den hat er leer gemacht. So, soll ich werfen? Warte, lass mich weg hier. Ja, so. Denk dran, da sind noch zwei Minen von mir. Das heißt, es okay. Hat nicht gebracht. Explosionsradius. Ich liege hinter dir. Tür ist zu. Tür ist offen. Sehr gut. Oh, irgendjemand hat irgendwas geworfen. Nee, klappt nur so. Doch. Ey, lass mich mal hier weg hier. So, wir nehmen jetzt den Spaß hier ein. Ey, Junge. Ausgeschaltet, passt. Weg da. Ich, jetzt lieg ich. Was macht der Typ? Ich glaube, der versucht uns aufzuheben. Danke, Bruder. Hinter euch? Sehr gut, liegt. Ich liege, ich bin gleich tot. Warte, ich heb den einen auf. Ah. Oh je. Danke, danke. So. So, ich kann jetzt noch eine Granate werfen. Ja, dann wirf. Viel Spaß. Alter! Der Stacheldraht hinten nicht gesehen. Ja, aber wir haben eingenommen. Sehr gut. Was war denn jetzt? Da steht noch einer. Hier steht noch einer. Er ist gerade rein. Ja, genau der. Sehr gut. Bist du tot? Ich bin tot. Ich komme. Ich meine, jetzt wird das bei. Bei der, da musst du jetzt ganz schnell zubauen, weil. Wie du hier so. Alter, jetzt greift das Ding nicht an. Super, jetzt greift er das Ding an. Greift das an. Wenig Schaden muss. Ah, wir versuchen mal nicht anzugreifen, wir wollten erst eigentlich zubauen. Ja, der Random hat schon angegriffen. Ich kann es auch greifen. Okay, gut. Die Gegner kommen drüben mal durch. Problem ist, wir haben nichts Sprengbares. Ja, scheiße. Ja, stimmt. Warte mal, wie viel Schaden macht man mit dem Messer? 3. Er hat dann drauf da. Oder ich werde angeschossen. Ah, ne, ich wurde angeschlossen. Messern! Pistole kostet ja nichts. Einfach drauf bei ihm. Gut, dass das Messer keine Haltbarkeit hat. Aber es ist schon eigentlich hart, ja, dass wir die einfach abgeschnitten haben.
Ja, aber ich sag's mal so, wir kriegen sowieso einen aufs Maul. Unser Kurve dann wieder. Wir würden den Außenposten niederstechern. Und wir haben noch nicht mal einen Außenposten. Ja, weil wir verloren haben, Mann. Aber das Team ein bisschen gepennt hat. Also ich weiß nicht, was die ganzen Leute da unten machen. Ja, was los, guck mal, ich fast down, dann kann ich sofort Barrikaden bauen. Das Gewehr macht 22 Schaden. Explodiert das jetzt, wenn es das hochgeht? Bisschen vielleicht Damage der Fatscon Mohe. Warte, ich geh mal ein Stück weg, dann könnt ihr nur verspawnen. Ne, passt. Damage Mohe. Ich glaube, ich probiere in der Runde mal Scharfschütze aus. Ja, mach das. Und tot. Ja, ich habe erstmal Dokumente gesichert. Na, da geh ich lieber nicht rein. Boah, es laggt gerade, wie Sau. Ja, ich hör's bei dir. Jetzt los. Also ich kann nicht sagen, ob sie tot sind oder nicht, weil es leckt. Ach scheiße. Mist, das war's früher. Jetzt knallen mir meine eigenen Kameraden schon ab. Jo. Halt. Versuche ich mal unten zuzubauen. Ja. Du stehst gerade ein bisschen im Weg, kannst du die Schleicher? Danke. Gegenfrage, hast du eine Tür eingebaut beim HQ? Was habe ich am HQ? Eine Tür passt. Ja, habe ich. Aber das war nicht ich, das habe ich nicht gebaut, das war ein anderer. Also, weil nicht, dass das Tür zumacht jetzt. Nee. Ich habe schon geguckt, weil ich habe ein bisschen zugeguckt, was macht er da? Der baut das schön fleißig zu, also war erst aus Holz, dann hat er es abgegradet und so, ja okay. Why not? Nein, ist nicht schlecht, weil so kann der Gegner wenigstens nicht sofort drauf schießen. Ja.
Wow, die kommen! Oh fuck. Aber richtig viele Leute. Richtig viele Leute. Unten im Keller. Ich war gerade am Bauen. Hey, scheiß auf den Keller. Wie macht man das einfach zu? Ja, lass zumachen. Ich setze hier nochmal Türen. Die ersten Granaten flingern schon wieder. Mehr Eisen. Ja. Down. Yep. Help. Ja, ich komme, ich komme. Fuck. Ich bin dort. Warum haben wir hier scheiß Reparaturdingen immer machen können? Boah, meine Waffe ist Schrott. Scheibenkleister. Ich hab keine Waffe. Ich hätte rumbleiben müssen, scheiße. Ich hab keine Waffe. Hm. Ja, ist gefallen. Wir sprengen gerade komplett. Ich bin bei dir. Da ist einer drin, direkt um die Ecke. Der ist down. Aufpassen. Oh, ja, 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 ich seh, schieß drauf. Ich hab noch mehr von den Dingern. Fast. Da sind mehr Doschen über. Oh, da ist viel. So, toben wir uns aus. Okay. Sehr schön. Achtung, der Gegner ist bei uns. Ja, hat mich. Ja, wir kommen weiter zu Bravo. Okay. Kannst du Handgranaten herstellen? Warte, ich gucke. Handgranaten. Ja, ich kann sie herstellen. Ich hab 6 Explosive bei mir. Sehr gut. Ich hab auch nochmal 2. Passt. Die Drops da. Dann hinter dir. So. Habt ihr welche? Zack, zack. Zack. Nice. Möchtest du was mean? Ja. Ich hab aktuell 8 dabei. Danke, 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 danke. So, dann lassen wir nochmal B stürmen und dann ist es vorbei. Ja, dann hätten wir mal gewonnen. Es ist aktuell sehr knapp, es gibt nur noch 2 Außenposten. Ja. Die Esmin da, die würde jetzt mir so gleich mit platzieren. Ja, warte, oben. Hinter dir. Ah.
Junge. Ich bin down. Warte, warte, ich heb hier gerade noch schon einen. Ich musste gerade einen aufheben. Wo war der? Ihr habt markiert. One.